Hier spricht wieder Ustra, es geht weiter mit Rune Factory Frontier. Und es ist mir eine große Freude weiterzumachen, denn ich kann mich selber kaum bremsen, einfach die Aufnahme laufen zu lassen und einfach weiterzumachen. Das haben wir schon gelesen, dankeschön. Lara, aber deinen Brief haben wir schon. So, wir sind relativ okay, was das Feld betrifft. Und wir wollten, glaube ich, nochmal zum Uhrenturm und dann die Gelegenheit nutzen, nochmal ein schönes heißes Bad zu nehmen, um in eine Ruine zu laufen. Und es wurde auch schon der erste Namensvorschlag genannt, nämlich Sera möchte gerne ein Wolf werden. Und das mache ich sehr gerne auch, weil ich finde, dass es ein toller Name für einen Wolf ist. Und ich den sowieso auch für die Abenteuer, die ich bestehen werde, kann und muss, sicherlich gut gebrauchen kann. Weitere Vorschläge und für Namen gerne in die Kommentare. Natürlich findet ihr sicherlich alle Monster in irgendeiner Form im Internet. Wo ist denn jetzt der alte Mann hin? Könnte sein, aber ich... Vielleicht störe ich auch. Wahrscheinlich nicht. Ich bin interessiert, wo der alte Mann ist. Labathenos Manos, wo ist dieser Mann hin? Ich weiß es nicht. Wo kann er denn nur sein, der Schuft? Das ist die Frage, die man sich stellt. Naja. Vielleicht stellt er sich auch selber gerade ein bisschen in der Stadt vor. Kann ja sein, ich meine. Er ist ja sicherlich auch nur... Gespannt darauf. Er ist doch jetzt neu eingezogen, haben die doch gesagt, ja. Wo könnte er sein, der alte Mann? Am Dorfplatz sicherlich nicht. Wir haben eine Küche gekauft, aber ich kann nicht kochen, weil ich nichts habe zum Kochen. Und hat mich ein bisschen geärgert, denn normalerweise wäre es schöner gewesen, da hinten ist er bestimmt nicht, wenn ich, glaube ich, einen Kochtopf gekauft hätte, dann hätte man die Kirschen und so verkochen können. Ich hoffe einfach, dass wir heute auch noch Kohle kriegen. Oh, hallo, Inis. Klatsch, klatsch. Hello. Die Wäschefee. Sehr gut. Du warst auf der Walinsel. Wie bist du da hingekommen? Kannst du etwa fliegen? Nein. Aber sowas ähnliches. Ich kann sehr gut klettern. 1000 Meter hohe Ranken. Ich hoffe einfach, dass der Loot nachher noch im Dorfplatz steht und dass ich dann da auch weiterhin Dinge kaufen kann. Abends. Dann könnte man nämlich noch den Topf kaufen und müsste nicht eine Woche warten, bis man wieder zu dem Loot kann. Das ist nämlich hier die größte Schwierigkeit überhaupt. Da ist er doch. Hallo. Hallo. Hier ist ein fantastischer Ort. Runis wachsen nur in einer speziellen Umgebung. Ja, das hatten wir alle schon. Gib sofort Bescheid. Hallo, Melody. Einmal am Tag ein Bad nehmen ist die Grundlage für eine gute Gesundheit. Auch das ist uns schon bekannt. Ich glaube, sonst haben wir nichts mehr zu tun, außer jetzt ein Stündchen zu warten, dass wir wieder ins Bad können, wenn es denn aufhat. Falls es nicht aufhat, was ich nicht hoffe, dann weiß ich nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll, die am Tag noch ist. Weil in eine Ruine würde ich schon gerne gehen. Ich würde nochmal auf die Walinsel schleichen, um dort ein bisschen zu leveln. Weil ich denke mal, die andere, die grüne Ruine, wie sie auch heißt, ist ein bisschen zu stark einfach noch. Ich meine, gerade das Game entdeckt, die erste Insel entdeckt und schon wollen die mich in die zweite Insel schicken. So funktioniert das ja auch nicht. So, dann mal langsam aber sicher Richtung Badehaus laufen. Ja, wie gesagt, normalerweise könnte man viel mehr Aktivitäten nachgehen, aber da das Game gerade noch in so einer Art Tutorial-Phase ist. Hallo, Lara. Hallo. Hi. That is so true. Nehme ich an. Was nimmst du denn an? There is no doctor in this village. Was? So, while I train to be a sister, I'm also trying to maintain everyone's health as a nurse. Sehr gut.
Das hast du gerade schon gesagt, aber warum hast du einfach gelacht und gesagt, dass du das annimmst? Was nimmst du an? Du bist doch nicht so eine verrückte Alte hoffentlich, die jetzt sich nicht sofort mit mir vermählt hat, nachdem die mich einmal gerettet hat. So funktioniert das ja nicht. So, 15 Uhr, wo ist mein heißen Bad? Ja, hoffe ich doch, dass du hier rumsitzt. Her damit. Schön, dass sie jeden Tag hier sitzt. Und da ist auch der Turner, wie schön. Das ist sehr angenehm. Oh, ich höre etwas. Mom, let me wash your back for you. Why, thank you. Okay. Why are you so quiet all of a sudden? I just thought that you have really nice skin. Mutter, Tochter, was passiert da gerade? Oh, come on. You're much younger than me. Of course you look better. You need to have more confidence in yourself. Wie still und leise ich einfach darum. Oh Gott, was? Ja, natürlich falle ich in Ohnmacht und bekomme Nasenbluten, weil ich fühle mich leicht schämt er sich, dass er die Frauen gehört hat? Ich meine, das ist nichts Schlimmes. Auch wenn sich Mutter und Tochter gegenseitig den Rücken waschen, das ist doch nichts Außergewöhnliches, oder doch? Hallo, Onis. Ich weiß. Natürlich, ich trinke zwar nicht, kann aber trotzdem mal vorbeikommen. Es ist so warm, ich werde langsam müde. Okay. Hallo, wie geht's dir? Kochst du selbst? Nein, mir fehlen die Utensilien dafür. Oh, wirklich? Warum kaufst du da nicht welche bei Loot? Loot? Er ist Handelsreisender und kommt einmal die Woche vorbei. Versuch es doch an einem freien Tag einfach auf dem Platz. Du erkennst ihn an seiner seltsamen Kleidung und meist schiebt er einen Karren vor sich her. Er verkauft Kochutensilien und bietet auch andere Waren feil, die einen Blick wert sind. Aber ich habe noch nie zuvor gekocht. Dann ist das die Gelegenheit, es einmal auszuprobieren. Nimm es einfach als Anlass, mit dem Kochen anzufangen. Du kannst es haben. Es erhält einige Proberezepte. Du erhältst Kochen im Nu. Ja, halte dich einfach an die Rezepte und alle Gerichte werden dir gelingen. Vielen herzlichen Dank für alles. Nicht der Rede wert. So freundlich, diese Leute am frühen Morgen. So freundlich. Jetzt kann ich auch endlich anfangen zu kochen. Und eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich in der letzten Folge schon versucht, die Rita, heißt sie, glaube ich, davon zu überzeugen, mir dieses Kochbuch zu geben. Weil auch das wusste ich leider schon. Aber das ist ja, die Wahlinsel schwebt gar nicht am Himmel. Ja, stimmt. An Feiertagen ist die gar nicht da. So ein Dreck. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Dann mache ich mal was anderes. Und zwar gehe ich doch mal in die, grünen Ruinen. Die werden mich schon nicht totkloppen und falls doch, habe ich halt Pech gehabt. Aber auch da gibt es ein Monster, was ich unbedingt mal sehen möchte. Hallo. Hallo. Hi. The weather is so. Ich liebe den Frühling. Da kann man immer wieder Rüben anpflanzen. Ja. Also, sie ist so rübenverrückt. Oh, hallo kleiner Junge. How are you today? Wer bist du? Ich hab dich noch nie gesehen. Wer bist du? Nein, das war meine Frage. Ich bin neu hierher. Ich will dich entführen. Was? Dann kennst du mich? Den zukünftigen Retter dieser Welt und hast es deshalb auf mich abgesehen? Du bist wirklich ein lustiger Kerl. Oh, dann bist du der Typ, der bei Tao nebenan eingezogen ist. Sie ist wirklich seltsam, findest du nicht? Ich bin Marco. Meine Mutter ist die Dorfschmiedin. Ah, ich bin Ustra. Freut mich, dich kennenzulernen, Marco. Ich werde dich jetzt entführen. Freut mich auch. Ja, dann ist ja schön. Man hätte es, aber man hat es leicht erkannt, dass es die von der Dorfschmiede ist. Nämlich die einzige Elfin mit den langen, spitzen Seitenohren. Genau wie der liebe Marco. Aber auch genug davon. Wir wollen uns jetzt wieder kloppen. Oh, Loot. Noch nicht angefangen und schon looten. Das ist das richtige Feeling. Wo habe ich denn meine Waffe? Ich könnte auch gleich versuchen, nochmal ein Monster zu zähmen. Das wäre auch noch so eine Idee, die ich habe. Okay. Dieser kleine Mann, der will mich töten. Ich versuche den mal zu bürsten, weil auch hier ist es so. Oh, 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 oh. Hey there. Hallo kleiner Mann, ach du bist ja ganz. Du bist ja niedlicher. Komm zurück. Hey there. Hey there. So, hallo. Ist ja gut. Du bist nicht Chilp. Ich habe einen guten Namen für dich.
So, keine Sorge, Dingo. Du bist bei mir. Martha in der Scheune. Du bist bei mir in besten Händen. Hau mal gerade ab, dann zerkloppe ich mal eben hier dein Portal. Ja, bevor das passiert. Und dein kleiner Kollege kommt. Oh, die haben ja gar kein Leben. Na gut. Dann kann ich ja hier in Ruhe weiterkloppen. Da ist nichts drin. Da hinten sind Schatztruhen. Und anscheinend kann man sich hier auch ganz gut vergnügen. Da bin ich ja beruhigt und froh. Naja gut, hier gibt es aber Level 1 Ameisen. Die haben wir auch in den anderen Ruinen. Oder auf der Wahlinsel. Na, geht kaputt. Dankeschön. Da ist auch nicht wirklich was Neues. Oder Gefährliches an dieser Stelle. Aber es muss ja auch nicht immer gefährlich sein, um mich weiterzubringen. Hier ist auch ein riesiges Feld, ne? Boah. Was haben wir denn? Wie viele Felder sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Oh, ist das nicht schlecht. Da kann man da 4 Sachen aussehen. Und es ist gar nicht so weit weg vom Eingang. Wo habe ich denn meinen Klöppel? Da habe ich meinen Klöppel. Mal gucken, was es hier für Erze gibt. Die Frage ist, ob ich jetzt Geld gekriegt habe. Und wenn ja, dann ist es eher die Frage, soll ich nicht schnell nochmal zum Dorfplatz gehen, um eventuell eine eigene Home-Schmiede bauen. Denn auch das wäre eine Idee wert. Ich guck mal gerade in den Geldbeutel rein. Jetzt habe ich 2000, genau. Würde ja komischerweise für eine Home-Schmiede genau reichen. Zwar kann ich dann keinen Topf mehr kaufen. Aber ich denke, da wir sowieso keine Rezepte haben und ich glaube, sie mir nur normale Kochutensilien, also für die normale Küche gegeben hat, könnte man sich nur eine Schmiede zulegen. Sicherlich keine schlechte Idee. Und ich meine, sowas hat die Genesha auch angedeutet, dass man sich lieber eigene Sachen schmieden sollte. Das würde ihr mehr gefallen. Dann versuchen wir das doch mal. Und auch da kriegen wir sicherlich irgendwo mal so ein Probe hier. Wie wär's denn mit diesem Zeugbuch? Komm, jetzt habe ich noch 4 Minuten. Vielleicht schaffe ich es noch nach dem Loote. Fix, fix. Bevor es wieder in ein Fiasko aus... Ja, nein! Schieb deine Karre nicht weg! Good evening. Guten Abend. Am glücklichsten bin ich, wenn ich etwas zu malen... Du gehst jetzt hier nicht weg! Der Frühling ist da, dieses Gefühl möchte ich gerne mit meinen Bildern ausdrücken. Wenn es so angenehm... Du willst ja wohl nicht... Nein! Du dreckiger Hund! Wer hat dir erlaubt, deinen Laden zu schließen um 18 Uhr? Das werde ich mir alles merken. Da prangere ich dich am schwarzen Brett der Stadt an. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ganz dumm gelaufen. Ein Sekündchen zu spät und schon kommt das dabei raus. Dann können wir weiter noch in die grünen Ruinen gehen. Leider müssen wir da wieder von vorne anfangen. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch da und ich denke mal, der Gute möchte... Ich möchte auch noch leveln. Ich möchte noch looten. Ich möchte vielleicht das ein oder andere Monster streicheln, glaube ich, erstmal nicht mehr. Weil die haben im Moment zumindest wahrscheinlich schon genug Probleme in meiner Scheune. Nicht nur, dass ich ein schrecklicher Gastgeber bin für Tiere. Zum anderen, weil ich überhaupt kein Futter habe für diese Tiere. Ist gut, ist vorbei, habe ich es geschafft. Monsterhaut, was ich alles so kriege, weil ich den alles über die Ohren ziehe. Ihr eigenes Fell, Zähne ziehe ich den raus, Tränen. Obwohl ich auf die Tränen nicht besonders stolz bin. Daneben, du kleiner, dreckiger Ameisenmann. Oh, mal schauen, was es hier noch so gibt. Der Tag ist ja nur noch jung. Der Tag ist noch jung. Und die... Aber hier sind aber extrem viele Felder, die man bestellen könnte. Das ist ja heftig. Hallo.
mache hier auch mal einen Platz. Machen wir mal den hier weg. Jawohl. So lässt sich's doch leben. In den grünen Ruinen. Fühlt sich immer ein bisschen seltsam an, wie ich das sehe. Das hier. Flomp. Flomp. Mit allem Ruck, mit Wurzeln und allem, was dazugehört. Schmatzt sich das einmal aus der Erde raus. Wie nix drin. Das ist aber nicht nett. Da könnte ich noch Steine zertrümmern. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Wir haben noch so viel zu ent... Ah. Jetzt haben wir wieder so viel RP. Jetzt will ich wieder nicht rausgehen, weil ich zu faul bin. Oder weil ich das nicht verschwenden will. Auf der anderen Seite können wir natürlich mal gucken, was unsere Küche so zu bieten hat. Bevor jetzt diese Folge endet. Und damit auch der Tag. Gehen wir hier lang. Ja, hier gibt es noch einiges zu looten. Das freut mich. Vor allem mit den ganzen Kräutern. Die ja erstens Geld geben und zweitens... mindestens an Melodie zu verschenken, an Melodie zu verschenken sind. Kein Loot? Nicht gut. Usta gefällt nicht, wenn kein Loot. Jetzt aber fix, bevor er sich überlegt, nochmal so ein Ding zu spawnen. Eine Wurzel? Und ein Sack Koks? Nein. Ein magisches Pulver. Ähnlich. Wow, eine Bambussprotte. Das ist das, was ich haben möchte. Dafür. Und eine Rübe. Dafür kämpfe ich doch gern. Das muss man erlebt haben. Diese Schätze der Natur. Die ich vielleicht, die ich hoffentlich verkaufen kann. Huch, was war das? Achso, das ist meine Lähmung. Jetzt bin ich aber ganz gemütlich und werde, so wie ich bin, nach Hause schlendern. Es ist schön, wenn man nicht immer so einen Stress hat und einfach mal ganz langsam sein Leben genießen kann. Ich frage mich, wie lange dieser Effekt noch anhält, indem ich mich so wohl und geborgen fühle von der Zeit und von meinen Mitmenschen, die sich wohl denken, wow, der hat's geschafft, der muss nicht mehr rennen. Aber jetzt geht's auch wieder schnell. Oh, ein Glück. So, dann gehen wir mal in die Küche. Das ist meine Küche? Das ist ein Traum. Ah, was gibt's denn? Ich kann Reis machen. Ich kann eingelegte Rüben machen. Kastanien. Reis, eingelegte Gurken, eingelegte Auberginen. Bambusreis. Aber ich habe keinen Preis. Ich kann Kartoffelsalat machen. Eiscreme. Pilzreis. Aber ich habe keinen Reis. Also können wir mal eine eingelegte Rübe machen. Und da sieht man auch mal eben, wie das ganze Kochmenü so aussieht. Und so hat man zicke zacke einmal eingelegte Rüben hergestellt. So einfach ist es. Pfannengerichte haben wir natürlich auch. Da haben wir aber kein Rezeptbuch. Das lohnt sich natürlich jetzt nicht irgendwie drauf loszukochen. In dieser Folge, ich habe noch zu tun. In dieser Folge ist einiges passiert. Vielleicht das ein oder andere noch zu sagen. Ja, nochmal, wenn du ein Monster hast, immer her damit, wenn du irgendwas anderes hast, wie Saaten, die du gerne am Feld sehen willst. Du hast, glaube ich, die Saaten gesehen, beim Erik, irgendwie zwei Folgen oder so vorher. Immer sagen und sonst einfach auf die nächste Folge freuen. Bis dahin. Ciao.